Ja, liebe Leute, Börse fällt heute aus, es ist Winter, <laughs> unglaublich, was hier draußen, wo der Tür los ist, der blanke Wahnsinn, aber wir hören in den Nachrichten mal nicht nur Covid-19, nein, heute geht es auch ein bisschen um Winter da draußen, deswegen bin ich ziemlich froh, dass ich hier zusammen äh, mit Ihnen hier Live im Warmen reden kann, ganz entspannt über die Bullen-Party an den Indizes. Wir sehen es hier: die Party im Dow geht absolut weiter. Ich habe das gestern. Im Blog geschrieben, etwas zynisch hier, die Crash-Gefahr quasi im DAO, was oben am Allzeithoch nicht alles passieren kann, das können wir trotzdem nicht ausschließen. Aber Geist, es sieht schon echt danach aus, als wenn der Markt weiter positiv agieren möchte. Zumindest schickt sich das ein bisschen so an ähm, an den Märkten zum Wochenstart. Wir schauen uns gleich natürlich die Live-Charts auf. Auch mit Anmeldungen oder beziehungsweise die Vorgaben aus Asien sind not too bad. Wir gucken auf den Nikkei und wir schauen auf das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Das alles gleich live, natürlich hier. Und ich muss sagen, an dieser Stelle. Danke für die guten Morgengrüße, auch das Lob. Wir sehen hier sogar schon. Guten Morgen, bin sehr zufrieden, sehr informativ, top. Danke, da freue ich mich riesig drüber. Ähm, bitte an dieser Stelle äh, hier, wer Fragen hat, ja, auf Facebook, guten Morgen auch nach Facebook äh, oder auch auf Zoom. Einfach, wie immer, wie gewohnt, rein in die Chats. Empfehlen Sie das Ganze auch gerne weiter. Ich kümmere mich sehr, sehr gern auch um die anderen Traderinnen und Trader, die. Einfach gerne mal einen Wunschmarkt analysiert haben möchte. So, jetzt gehen wir hier weiter äh, zur Wall Street. Äh, mit dem Bullen hier auch die Wall Street fett eingeschneit in New York. Auch absolutes Winterchaos die letzten Tage dort gewesen. Also, ja, der Winter hält hier Einzug. Trotzdem an den Börsen läuft es zum Glück auch weiter. Deswegen nicht lang aufhalten. Kurz der Risikohinweis. Ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was hier geschrieben steht. Der Handel. Mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dann schauen wir noch kurz auf die gigantisch kurze Nachrichtenliste für heute. Es steht heute nicht wirklich viel auf dem Programm. Wir sehen es hier heute Nachmittag um 17.15 Uhr. Da spricht die EZB-Präsidentin Lagarde. Das ein bisschen auf der Uhr haben, das könnte unter Umständen den Euro-US-Dollar bewegen. Das dazu und damit geht es jetzt direkt in die Charts hinein. An dieser Stelle der Blick, ja Leute, in den Dow Jones. Wir sind's Allzeit hoch zum Wochenstart. Ich mache es mal kurz, ein bisschen schicker das Bild hier ähm, und nehme mal kurz ein paar Linien raus, die wir jetzt hier zwangsläufig in der kurzen Besprechung äh, noch gar nicht so brauchen. Das heißt all das kleine Zeugs hier. Ist jetzt gar nicht notwendig, aber ich sehe gerade, der dau hat. <laughs> Klasse. All das, was ich hier großartig eingezeichnet habe, ist gerade nicht ersichtlich, aber ist völlig wurscht. Wir sind Profi genug, um das alles hinzukriegen. Wir sehen es. Hier oben, das Level, hier, das Allzeithoch, da an diesem Tag, an, dieser, äh, an diesem dritten Pfeil hier, da hat das Allzeithoch geschrieben bei 31.285 Punkten hier. In diesem Chart und danach, wir sehen es selber, ging die Party erstmal nicht weiter. Da ging es kräftig nach unten. Die Geschichte ist mittlerweile bekannt, aber und das ist halt, das ist das, worauf ich hier morgens auch immer wieder hinweise: ist die Tatsache, äh, dass wir hier. Immer wieder die gleichen Dinge gespielt bekommen. Immer wieder das Gleiche. Wir müssen einfach nur genau hinschauen. Oben an den Allzeithochs. Wenn da plötzlich der Kaufdruck nachlässt und die Korrektur anfängt, pfeift es nach unten ab. Und dann haben wir immer wieder Händler, die werden an wichtigen Unterstützungsleveln aktiv. Warum machen die denn das? Es gibt da draußen eine Menge Händler, gerade im institutionellen Bereich auch, die suchen genau nach solchen Leveln und wollen dann natürlich die Party mitgehen. Das heißt. Die kommen gar nicht auf die Idee, hier oben long zu gehen. Die wollen hier unten long gehen und gehen hier oben wieder raus. Das sind die kurzfristigen Geschichten, die da immer wieder vorkommen. Das haben wir hier oben oft genug gesehen. Ne? Das ist das natürlich das, was wir da sehen. Und wenn wir jetzt hier an dieser Stelle wieder einen Abverkauf bekommen, wissen wir halt, diese Level sind wichtig. Deswegen schauen wir da drauf. Aber auch das. History, das müssen wir uns jetzt gar nicht anschauen. Das ist rein edukativ. Wir sehen halt hier, die Party ging ordentlich nach oben. Wir hatten hier noch um die Marke von 30.600 Punkten ein Widerstandslevel drinnen. Hier, das können wir sogar sehr, sehr gut im Tageschat auch sehen. Da sind wir sozusagen durchgegangen wie ein heißes Messer durch Butter. Dann gibt es die Korrektur, dann schiebt es nach oben. Es sieht sehr, sehr, sehr bullisch aus, dieses ganze Bild. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal an auf der Basis äh, der Stunde. Der ein oder andere wird mich jetzt fragen. Herr Seidel, wo kann es denn hingehen mit den Kursen? Und ähm, tja, es ist das Ganze ist immer relativ schwierig zu sehen. Aber wenn wir uns einfach mal dessen bedienen, äh, ganz normal der klassischen Charttechnik und einfach mal ausmessen, wir sind von oben äh, raufgekommen in die Korrektur unten reingelaufen. Wenn wir das einfach nur mal hier oben drauf spiegeln, dann sehen wir, dass wir hier oben in diesem Bereich stehen. Moment hier, Moment, ich ziehe es einfach mal hoch. Schaut mal hier, da oben, das hier. 32.950 Punkte ist das, was sich hier aus diesem Rücksetzer, wenn er seine volle Kraft entfaltet, durchaus charttechnisch auf der Uhr haben können. Ob das jetzt in einem Schub kommt oder trendig läuft, das weiß ich natürlich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeiten und die Chancen sind da. Zumal auch, wenn wir wirklich hier den Schub nach oben bekommen. Also, ich gehe schon davon aus, dass wir irgendwann mal eine Korrektur kriegen. Aber aktuell, wie schon gesagt, Montagmorgen kauft der Markt die aktuellen Level. Äh, und das Ganze hier äh, können wir sehr, sehr schön sehen. Und damit gehen wir zu, rüber in den Stundenchart. Und zwar nicht in den ganz flachen, sondern hier, ich ziehe das Ganze mal etwas hoch, dass wir es schön sehen. Das ist schön der Aufwärtsschub nach oben hin. Hier, wo die äh, äh, 31.251 stehen, das war das Zwischenhoch hier drüben. Und hier ist der Markt jetzt definitiv drüber gegangen geht jetzt hier so ein bisschen in die Konsolidierung. Wir müssen halt eins auf der Uhr haben. Sollte es hier jetzt zu einem Abverkauf kommen, wird es ganz, ganz wichtig, was passiert hier in diesem Bereich, in diesem alten kleinen Unterstützungsbereich hier um die Marke von 31.225. Das wäre dann wichtig, denn wir sind hier natürlich schön nach oben raufgelaufen und hier ist noch mal die Grafik auch drin. Ich habe das mal ein bisschen vorbereitet. Schaut mal hier, das war eine inverse Schulterkopf-Schulter-Formation. Wenn man die mal ausmisst, also von der Nackenlinie sozusagen äh, nach unten hindurch, dann das Ganze nach oben rein spiegelt, dann sieht man, dass hier oben diese, diese, dieser jetzige Unterstützungsbereich durchaus das Kursziel der ganzen Bewegung gewesen ist. Und das sehen wir auch, hier oben gab es dann den Schwung drauf, Konsolidierung und dann hat der Markt sich schön drüber gehalten. Das ist ein sehr, sehr positives Zeichen aus äh, Blickwinkel der Bullen. Und jetzt wird es halt interessant, was passiert hier könnte durchaus ein bisschen nach unten gehen halten die 31.250 äh, 125 Punkte haben wir gute Karten weiter hoch zu laufen die Kursziele hier sozusagen nach oben hin schön mit reinzunehmen sollte es zum Abprall zur Unterseite kommen wie schon gesagt jetzt erstmal aus kurzfristiger Sicht wird es interessant im klassischen Intraday Bereich das erste Zeichen von etwas Schwäche das bekommen wir hier an diesem kleinen Zwischenhoch hier 31.251, wenn es dort drunter geht, müssen wir uns erstmal damit beschäftigen, diesen Bereich hier unten anzutesten, fallen wir dort drunter, dann gibt es hier ein paar kleine Swing Lows, die wir hier jetzt mit Blick in den Stundenchart auch haben, an dieser Stelle, schaut mal hier. Das wären so klein diese Marken hier. Diese kleinen Spikes nach unten um die 31,80. Dann haben wir hier schon das nächste hier drüben an diesem kleinen Schwungbereich hier unten drunter. Grob die Marke von 3125. Und dann haben wir hier äh, knapp unter 31, 30.900 um die 60. Das sind die Swinglos, die wir im nahen Bereich haben. Und das könnten durchaus kurzfristige Anläufer sein, wenn es zur Unterseite reingeht. Und gerade der untere Bereich hier äh, um die 30.000. 600 Punkte in etwa äh, um die 31.000, 30.950, 60 bis 31. Das ist halt der Schwungbereich, den wir hier auch haben. Das sehen wir sehr, sehr schön. Das könnte durchaus interessant werden. Wir müssen schauen, wenn es tatsächlich zur Korrektur kommt, sind das gute Anlaufpunkte unten rein. Das muss man dann allerdings sehen. Für diejenigen, die sich sagen, okay, mal schauen, wie es hier auf dieser kurzfristigen Basis geschieht, gehe ich noch mal eine Zeitebene tiefer. Da ziehe ich mir mal ganz kurz hier eine Linie rein, auch wenn die rot ist. Das spielt uns jetzt keine Rolle. Hier schauen wir einfach mal kurz drauf, was für die kurzfrist interessant sein könnte, denn. Wir sehen es, das ist jetzt die Korrektur, die läuft natürlich und wir sehen auch eins, dass dieser Trend, der hier nach oben läuft, ich mache es mal ganz kurz rein in der Hoffnung, dass wir sehen. Schaut mal hier, ist der Trend hier unten an diesem Bereich, haben wir das Trend tief, ja, da sind wir sozusagen jetzt mal kurz drunter gegangen, bricht das Ganze und dieser Abwärtstrend, den wir hier haben, setzt sich nach unten fort. Dann haben wir halt im Kleinen weiterhin noch ein paar Anlaufpunkte und zwar das sind die fünf Minuten zwischenlos hier. Also grob die Marke von 31.225 hier an dieser Stelle und hier das Zwischentief um die Marke von 31.152 Zähler. Das sind so die Level, die hier im Kleinen noch zwischendrin liegen. Aber wie schon gesagt, das sind die fünf Minuten. Ja, also das ist für die extrem kurze Zeiteinheit sollten wir doch hier runterfallen. Das wird sich zeigen. Auf alle Fälle ist das definitiv die Unterseite einen Blick wert und wir sehen spätestens hier bei 31,125, wie sich der Markt entscheidet, ob es überhaupt bis darunter geht. Wenn nicht, wäre das sehr, sehr gut, weil dann könnten wir uns gleich zur Oberseite hin orientieren und auch da wird es interessant, was passiert. Denn schaut mal hier, wir haben hier den ersten Zwischenbereich. Kurzen Augenblick, ich mache das mal eben kurz in Rot. Es gibt natürlich so ein paar Anlaufmarker, wo wir sehen, ja, jetzt kommt so ein bisschen Stärke rein. Und der erste Anlaufpunkt, den wir da hatten, wäre mal hier. Dieser kleine Verkaufsbereich, den wir hier haben, um die Marke von 31.200 und naja, knappe 60. Wenn es da tatsächlich drüber geht und zwar nachhaltig, dann ist der nächste Anlaufpunkt hier dieses Zwischenhoch aus dieser Mini-Mini-Mini-Korrektur 31.275 in etwa hier rum. Und wenn auch das Level gewuppt wird, dann geht es halt darum diesen kleinen Verkaufsbereich rauszunehmen, also knapp die 31.290, das sehen wir hier, hat schön drum geschwungen, ne? Support drunter, Widerstand hier, wieder Widerstand. Wenn das dann rausgenommen wird, dann ist das das Ende dieser Konsolidierung. Das heißt, wenn wir mal kurz noch in die Stunde reinschauen, dann können wir halt auch sehen. Das, was wir hier an dieser Stelle sehen, ist halt so eine Art Korrekturkanal. Und wenn dieser Kanal nach oben verlassen wird, das wäre das bullische Zeichen, der Ausbruch zur Oberseite hin. Und das wäre dann tatsächlich das Indiz dafür, dass der Markt weiter nach oben möchte, dass er diesen Ausbruch zur Oberseite hin kauft und dass da noch längst nicht Schluss ist an dieser Stelle. Also das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr interessante Geschichte, die man ja hat. Und das ist wirklich sehr, sehr gut zu sehen. Apropos, sehr, sehr gut zu sehen. Man sieht auch hier in diesem Chart, dass der Markt wirklich sehr, sehr dynamisch nach oben sich entwickelt und hier diese Level auch rausnimmt äh, mit sehr, sehr viel Schwungkraft und diese alten Zwischenhochs allesamt rausgenommen, das sind wirklich bullische Zeichen und das spricht eher für die Fortsetzung der Rallye zur Oberseite als für eine tiefe Korrektur aber man muss auf alle Fälle auf beide Seiten eingehen und gewappnet sein. Als nächstes bleiben wir mal bei den Indizes und wir schauen heute mal wieder auf den Nikkei JP22 da ist er ja, hier haben wir ihn, den Nikkei und da sehen wir auch einen extrem bullischen Markt. Wir sehen es hier, das ist jetzt mal die Stunde, ich möchte mal kurz noch auf Tagesbasis gehen. Wir sind hier auf wirklich Multi-Multi-Multi-Jahreshochs, der Markt ist extrem bullisch, extrem stark hier äh, an dieser Stelle und man kann hier wirklich davon ausgehen, dass auch hier der Markt mit Momentum oben bricht. Schaut euch das mal an, hier die Korrektur. Haben wir gesehen, unten rein hier, ich zeige auch das mal kurz an, wohin es gelaufen ist, das Zwischentief haben wir gehabt bei grob 27.560 Zählern. Jetzt geht es hier nach oben rauf und das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass wir hier tatsächlich dieses alte Zwischenhoch, was wir da oben haben, dass wir das jetzt wirklich mit Momentum rausnehmen und wie so ein Momentum aussieht, das kann man sich sehr, sehr schön im Stundenchart auch anschauen. Machen wir auch gleich. Zuvor allerdings möchte ich hier auch nochmal ein Kursziel ermitteln. Und zwar machen wir das genauso, wie wir das gerade gemacht haben im DAO, äh, beziehungsweise klassisch in der Charttechnik. Wir messen einfach mal aus, was hier von oben nach unten an Korrektur war und setzen das einfach mal oben drauf. Und da sehen wir, dass wir alleine aus der letzten Bewegung raus das Potenzial zur Oberseite haben, bis hier oben rein. Also bis in etwa grob gesagt hier oben dieses Level um die, naja, was haben wir? 30.300 Punkte Mark. Das ist noch einiges an Luft, das wir hier mitnehmen können. Ähm, und das ist durchaus sehr, sehr interessant zur Oberseite hin. Und das Ganze jetzt nochmal kurz mit äh, entsprechend hier dem Blick in die kleinere Zeiteinheit. Ich habe die runden Marken mal kurz rausgelöscht. In der Stunde, da sehen wir die hohe Dynamik und wir sehen hier auch eins: ein sehr, sehr interessantes Kursmuster. Hier, also noch mal kurz. Das war der Lauf nach oben, zu diesen alten Hochs. Und das Schöne ist immer, wenn wir unter diesen Hochs so eine relativ flache Konsolidierung an dieser Seite sehen. Das ist wirklich hochinteressant an dieser Stelle. Und wenn wir jetzt hier die Bullen bleiben oder am Markt bleiben sehen, dann haben wir ganz klar die Chancen hier. Über die Hochs drüber und dann Fortsetzung dieser Phase. Ansonsten auch hier natürlich immer wieder Korrekturpotenzial. Das heißt, sollten wir jetzt kurzfristig erstmal hier unter dieses kleine Mini-Zwischentief drunter fallen, hier grob um die Marke von 29.255, dann haben wir hier einen kleinen Stundenkorrektiven Abwärtstrend, und da wäre mal das nächste Anlauflevel tatsächlich hier dieser alte große Ausbruchsbereich, beziehungsweise die Stelle, wo die Party hier richtig losging, unten die Marke von 28.000, knapp 900 Punkten. Das sind die Marker, die wir hier im Nikkei auf der Uhr haben. Wer das Ganze noch eine Stufe kleiner haben möchte, auch da. Einfach mal wieder hier den Schub auf den letzten Bewegungsarm im Stundenchart. Da sehen wir ja, dessen letztes Korrekturtief haben wir hier unten. Auch ein sehr, sehr wichtiger Drehbereich hier. Schauen wir hier, ging es nach oben drüber. Hier hat der Markt gewartet, bevor er nach unten deutlich an Fahrt aufgenommen. Hat. Also die Marke um die 28.715 ist hier sehr, sehr wichtig. Und das jetzt mal noch der Blick in das ganz, ganz kleine Chartbild. Da sehen wir es halt. Das hier oben ist eine flache Konsolidierung, also eine Seitwärtskonsolidierung über die Zeit. Bricht der Markt direkt rüber, wäre das ein sehr, sehr starkes Zeichen. Nach unten hin wäre es halt die Ausweitung der Korrektur über die Preisleiste sozusagen. Und wenn wir uns da mal kurz anschauen wollen, wir haben da noch einen ganz, ganz kleinen Auffangpunkt hier unten über diesen, unter diesem kleinen äh, Zwischenloh. Das ist so die Marke um die 29.100. Und was haben wir hier als Tief? 29.173 ist das Low und wenn auch das genommen wird, ist erstmal wirklich Luft bis unten rein, wo der große Ausbruch kam, beziehungsweise im kleinen, dann auch unten drunter hier, das Zwischentief so um den Drehpunkt von 28.815 Zählern, das der Blick in den Nikkei und mit diversen quasi Handelsmöglichkeiten an dieser Stelle. Äh, übrigens Facebook, ich sehe, es sind einige Zuschauer da, aber ich sehe momentan keine weiteren, Kommentare außer einen guten Morgen. Ich bin mir nicht sicher, ob da heute alles drüber geht. Vielleicht macht mal jemand einen Kommentar, dass ich sehe, was da los ist. Ähm, ansonsten sorry dafür, wenn mir Facebook keine Fragen anzeigt, kann ich leider nicht auf Wunschmärkte eingehen. Aber auf Zoom kam auch einiges rein. Das heißt, langweilig wird es nicht und es wird auch nicht langweilig, wenn wir jetzt mal kurz auf das Währungspaar ähm, US-Dollar-Japanischer Yen gehen. Das haben wir hier oder den haben wir hier und da sehen wir im Stundenchart schon hier in diesem Level eine Art, naja, Konsolidierungsversuch. Und das müssen wir nämlich ganz genau auf der Uhr haben, ähm, um das mittelfristige Bild hier mal anzuschauen. Denn wir sehen es hier an dieser Stelle, dass die Gefahr, die sich hier jetzt ergibt, ist hier, na, schaut mal, was das hier oben wird. Das wird so eine Art Schulterkopf, Schulterformation oben rauf. Und wir wissen ja, was das bedeutet, wenn sich so etwas formiert und wir tatsächlich unten drunter durchfallen hier unter dieses Level unten Moment hier zack da unten haben wir die Nackenlinie also wenn wir hier unter äh, die Marke von 10530 fallen dann ist der Weg nach unten erstmal offen wir gehen gleich zurück in die Stunde wir schauen uns das ganze Bild mal eben im großen an warum ich das so auf der Uhr habe das ist nämlich ganz genau die Tatsache äh, dass wir hier an dieser Stelle in einen doch relativ wichtigen Widerstandsbereich reingelaufen sind äh, den wir hier oben sehen um die Marke von 105 70 oben rum. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Mit Blick auf dieses Gesamtbild sehen wir halt, dass dieser Chart sich durchaus deutlich wieder nach oben mit entwickelt. Also hier an dieser Stelle sehen wir halt auch, der Aufwärtstrend ist tatsächlich auch da, auch in der höheren Zeitebene. Wir sind jetzt hier halt extrem dynamisch nach oben gelaufen und da wird schon immer so ein bisschen der Ruf laut, es könnte durchaus eine Korrekturausweitung zur Chartunterseite geben und dass wir das bekommen können. Wäre tatsächlich nicht ungewöhnlich, das wäre auch gesund. Ansonsten sollten wir direkt oben drüber laufen, also das heißt hier oben über dieses kleine Zwischenhoch raus. Das heißt, wir überschwingen die 175 ganz, ganz klar und deutlich. Dann haben wir hier oben drinnen noch ein paar mehr Anlaufpunkte hier oben drauf. Das hier sehen wir auch. Wir sehen auch hier den Ausbruch. Nach oben hin. Der ist wirklich sehr, sehr dynamisch gelaufen. Und die nächsten Anlaufmarker, die wir hier haben, das sind dann tatsächlich diese, diese Zwischenhochs hier oben. Hier, da ist die Marke von 106 um die, naja, was haben wir hier oben? Ich gehe mal ganz kurz drauf. Das ist die Marke von 106,109. Beziehungsweise dann hier oben dieser Schwungbereich am Hoch um die 106,95 in etwa. Das sind wichtige Anlaufbereiche zur Oberseite. Sollte es direkt hochgehen. Und wo die kurzfristige Entwicklung hingeht, das sehen wir relativ gut, wenn wir uns mal den Stundenchart anschauen. Schafft es der Markt, diesen Bereich hier unten um die 105,30 als Trampolin zu nutzen und oben drüber zu gehen? Wäre das ein sehr, sehr bullisches Zeichen, dann ist auch erst einmal das Thema SKS vom Tisch. Ja? Das heißt, wenn wir hier oben tatsächlich drüber gehen, diese Hochs wegnehmen, dann haben wir natürlich einen kleinen Aufwärtstrend wieder da. Und das läuft dann halt aus der Korrektur heraus in den aufwärts gerichteten Tageschart. Das wäre natürlich eine sehr, sehr interessante Konstellation und die könnte durchaus hier schon losgehen, wenn wir das mal hier so anschauen. Sollte es darüber laufen, dann wäre das natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass der Markt tatsächlich nach oben möchte. Wichtig wäre es halt, dass er jetzt hier. Tatsächlich Halt macht, nicht unter die 145 äh, drunter rutscht, dann hätten wir einen kleinen Gegentrend wiederum zu sehen. Und das wäre dann eher das bärische Zeichen, dass wir tatsächlich an einer SKS arbeiten. Und wenn die sich entsprechend ausweiten sollte, auch da natürlich wie immer der Blick mal unten rein hier, das quasi äh, das Low da unten rauf. Und wenn wir das mal nach unten spiegeln wollen, Moment mal gucken, ob ich es schaffe hier zu treffen. Das ist immer so ein bisschen Kunst, aber kriegen wir hin. Schaut mal hier. Das mal ausgemessen, das Potenzial der SKS und die führt uns dann genau in diesen Bereich hier unten rein, in diesen, in diesen größeren Schwungbereich, den wir hier unten haben. Das wäre dann mal die Zielausweitung zur Unterseite. Das heißt Kurse um das Level von. 194 das Ganze hier zur Unterseite hin gesehen und auch da sehen wir unten rein sehr sehr schöne interessante Level wo wir Anlaufpunkte bekommen können das heißt das wäre zunächst mal hier dieser Ausbruchsbereich, den wir dort hatten, das ist so der Bereich um die Marke von äh, 105,17 in etwa hier das Ausbruchslevel. Erster Anlaufpunkt sollte es drunter gehen und danach haben wir hier noch ein paar Zwischentiefs am liegen. Also hier in diesem Bereich um die 104, naja, 95 in etwa das Low Hammer. Nein bei 97, 104,97 haben wir es hier unten und dann relativ nah schon hier dran. Diesen kleinen Supportbereich, Drehbereich um die 104,92. Und dann sind wir schon hier unten in diesem größeren Schwungbereich, den ich gerade angedeutet habe. Also auch da sehen wir zwei, zwei sehr, sehr wichtige Level, die wir da haben. Und kurzfristig die Entscheidung wird tatsächlich hier in diesem Schwungband laufen. Unter 105,42 eher erstmal Test der Nackenlinie direkt rüber über die 105, knapp 55. Das wäre dann das Signal. Aufwärtstrend im kleineren. Also erstmal wieder die Oberseite im Chart hier zu bedienen. Das der Blick in das Währungspark US-Dollar-Japanischer-Yen. Und damit gehen wir mal auf ein paar Wunschmärkte ein. Wir haben hier nämlich ähm, Austral-Dollar-US-Dollar. Ähm, das Ganze. Und dann haben wir noch die Frage nach dem DAX. Na klar, da kümmere ich mich sehr, sehr gerne drum. Wir hatten zuerst die Frage ähm, Austral-Dollar-US-Dollar. Das haben wir da. Gehen wir direkt drauf. Australian Dollar, da ist er. Jetzt ist er da. Also, wir sehen auch hier sehr, sehr schöne Dynamik im kleineren oben rauf. Das sehen wir hier an dieser Stelle natürlich sehr, sehr gut am Laufen. Aber, wenn wir uns das ganze Bild mal kurz anschauen wollen, ich räume den Chart auch hier mal noch ein bisschen auf. Sachen, die wir jetzt nicht brauchen für die kurzfristige Zartbesprechung, müssen wir uns ja nicht rausnehmen. Ähm, wir haben hier eine Situation vorliegen. Dass der Australdollar, US-Dollar natürlich sehr, sehr stark nach oben gelaufen ist, aber jetzt wieder einen Abwärtstrend hat. Also, das hier im Kleinen ist tatsächlich jetzt der Abwärtstrend. Wir gehen mal ganz kurz auf den Wochenstart drauf, nur um das mal eben ähm, zu sehen, was hier los ist. Wir sind hier. In eine sehr, sehr starke aufwärtsdynamische Phase reingegangen und haben unseren momentanen Topbereich hier oben in einem Level gefunden, das halt relativ interessant ist, rein von der charttechnischen Geschichte. Ne? Da oben ist halt ein Bereich, der ist halt immer noch da, der hat sehr, sehr viel, äh, sag ich mal, Verkaufsdruck ausgelöst. Ne? Hier drüben in der Vergangenheit schon immer wieder ein Level gewesen wo es immer wieder Druck nach unten gegeben hat. Und jetzt sind wir da ran gelaufen und prallen erstmal nach unten ab. Und da wird es jetzt natürlich sehr, sehr interessant, wie das Ganze läuft. Mit Bezug auf den Wochenchart haben wir momentan eine relativ flache Korrektur. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich den Weg nach unten fortschreiten, also hier unter das Tief der Vorwoche drunter laufen, das wäre dann natürlich die Situation Abschub nach unten hin. Weiter in die Korrektur rein. Erst einmal im größeren Bild hier. Nächstes Kurs hier die Marke von ungefähr 07460 das ganze auf tagesbasis wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen hier da ist der Trend drin. Das ist der Abwärtstrend, den wir hier jetzt tatsächlich auf Tagesbasis am Laufen haben. Wir sehen es hier. Der letzte Aufwärtstrend wurde hier unten drunter rausgenommen, dieser Schub nach oben. Und das zeigt uns, dass mit Bezug auf die Woche die Korrektur beginnt und wir tatsächlich deutlich Potenzial zur Unterseite haben. Und was wir halt auch sehen, wir sehen halt hier sehr, sehr schön auch in, mit Blick in den Tagesschart diese Marken, die ich gerade gezeigt hatte. Diese Level, die wir da da haben, als Anlaufpunkte. Das heißt mal das Zwischentief hier um die 07460 äh und dann der Ausbruchsbereich hier, also Fortsetzung des größeren Trends, den wir hier haben, um die 074.60. 10, 11 in etwa dieses Drehlevel. Das ist jetzt interessant zu sehen. Das wäre mal das Potenzial. Aber, und das ist das Schöne an dieser Stelle, ähm, hier an dieser Stelle war sehr, sehr stark die Korrektur nach unten zu sehen. Und wir sind jetzt weit in den letzten Bewegungsarm reingelaufen. Wir schauen uns das Ganze gleich mal noch in der Stunde an. Das heißt, schaut mal hier, das war der Bewegungsarm, das die Korrektur, dann ging es wieder deutlich runter. Und jetzt geht es stark nach oben, wieder tief in die Korrektur. Das ist allerdings normal in diesem Trendverlauf. Ne? Das sehen wir und dieses Verhalten ändert sich oftmals nicht ganz so schnell. Aber wir wissen natürlich, je weiter wir in die Korrektur reinlaufen, je stärker wird die Gefahr oder je größer wird die Gefahr, dass der Trend gebrochen wird und wir eine weitere dynamische Ausdehnung zur Oberseite sehen. Und das ist jetzt sehr, sehr interessant. Deswegen jetzt der Blick hier rein in den 4-Stunden-Chart an sich. Und da mache ich mal kurz den höheren Zeitrahmen rein. Und da sehen wir das ganz klar. Ich mache mal kurz noch die Entry-Bar hier an. Zack, so, da haben wir's. wir es. Wir sehen es ganz klar, sauber und deutlich. Wir laufen hier in die tiefe Korrektur rein. Und sobald wir hier ein Umkehrsignal sehen, wäre das ein Indiz dafür, dass der Markt wieder nach unten möchte. Und das ist halt genau das was man einfach sehen muss in der in dem 4 Stunden Chart sehen wir zwar gerade einen Aufwärtstrend am laufen, das heißt dieser hier, das war die erste initiale, der erste initiale Schub nach oben und aus diesem ersten initialen Schub nach oben kam dann aus der Korrektur ein höheres Tief und jetzt bringt uns das ganze nach oben und wir konsolidieren hier in einer Art Dreieck sozusagen und da sehen wir halt müssen wir das ganze mal von der reinen Verordnung her sehen was passiert denn hier an dieser Stelle? Denn es ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Schwungbereich hier. Ne? Schaut mal, hier sind wir über das Widerstandslevel äh, um die 76,60 drüber gegangen. Jetzt konsolidieren wir auf hohem Niveau. Bleibt der Markt hier stark? Nächstes Kursziel auf der Oberseite mal hier. Dieses Zwischenhoch, das haben wir liegen hier drüben, ich, ich, mal ganz grob, ich kann mit dem Zeichentool die, die Zeiten leider nicht anzeigen, aber da sind wir mal deutlich über der Marke von äh, 77 und das nächste Kursziel, was danach kommt, wenn auch das rausgenommen wird, wäre dann halt hier dieses Level hier oben und dann dieser Drehbereich um die 77, 80 rum. Das wären mal die Marke, die wir bei einer Ausweitung nach oben hätten, aber... Und das ist jetzt das aber. Hier ähm, bitte sehr, sehr stark davon ausgehen, dass wir innerhalb der Korrektur sind. Ja? Das heißt, hier oben haben wir eine korrektive Situation und, und das ist der Punkt, auf den man hin, genau hinschauen muss, wir haben jetzt halt hier, wenn man das mal im groben sehen will, das ist der kleine Trend. Ich zeichne den mal ganz kurz ein, schaut mal hier, geht es nach oben, bricht der unten weg. Das ist nämlich dann das Interessante. Ich gehe jetzt mal in die 15 Minuten rein, schaut mal. Wir haben hier oben so eine Konsolidierung. Und wenn wir hier tatsächlich durch die Unterseite durchbrechen, wäre das eher die Situation, dass man nach unten durch will. Und wenn das passiert, dann halt die Unterseite zu beleuchten. Und das wäre dann das Umkehrsignal quasi auf der ähm, Chartseite zur Korrektur. Ende oder zum Korrekturende hin. Ja? Das heißt, wir haben jetzt hier schön den Markt nach oben am Trenden, nach oben rausgelaufen. Und wenn wir hier jetzt unten drunter fallen, das heißt unter dieses Level, was wir hier in diesem Prinzip drin haben, dann ist das das Ende dieser starken Aufwärtsbewegung. Und dann geht es erstmal zur Unterseite rein. Und das wäre dann das Umkehrsignal für die größere Zeitebene. Das an dieser Stelle der Blick in Australdollar, US-Dollar. Also das. Passt soweit ganz gut rein. Okay, ich kriege kurz noch eine Frage auf Zoom. Äh, können wir das kleine Fenster nach links verschieben? Manchmal sieht man oben nicht, wie der Verlauf ist, besonders wenn der Trend oben ist. Keine Ahnung, welches Fenster Sie meinen. Ich habe in diesem Chart eigentlich gar keine Fenster offen. Ähm, von der Seite her, ja, vielleicht gerne nochmal eine ne bessere Beschreibung, äh, welches Fenster Sie genau meinen. Äh, denn ich sehe hier in meinem Feld kein Fenster. Das einzige was ich manchmal offen habe, äh, ist quasi hier dieses Zeichentool. Wenn Sie das meinen, äh, da kann ich mal schauen, wenn es relevant wird. Aber dann, dann ziehe ich es nach unten hin rein. Meistens äh, betreffen die Zeichnung allerdings den Bereich hier drüber. Aber ich versuche darauf zu achten. Danke für das Feedback. Und wir machen weiter ähm, an dieser Stelle mit dem nächsten Wunschmarkt, und zwar ist das der DAX, und dann bekommen wir noch Pfund Neuseeland-Dollar und Pfund kanadischer Dollar auch noch mit rein, gut, also, das Ganze hier an dieser Stelle, der DAX, auch der, natürlich, vorbörslich, naja gut, jetzt haben wir nicht mehr vorbörslich, <laughs> jetzt, jetzt haben wir schon Haupthandelszeit äh, an dieser Stelle, also, pff kurz mal der Blick in den äh, DAX. Ne? Wir sehen hier auch haufenweise Linien wieder drin. Ähm, aber nichtsdestotrotz DAX auf Allzeithochpunkt aus die Maus. Da gibt es nichts drüber zu reden. Er macht genau das mit, was die asiatischen Märkte vorgegeben haben, was die US-Futures uns vorgeben. Massiv schön der Schub nach unten. Wir sind jetzt hier übers Allzeithoch drüber gegangen und auch hier gilt prinzipiell haargenau das gleiche, äh, wie das, was ich vorhin in DAO gezeigt habe. Wir müssen erst mal schauen, äh, wie es hier zur Unterseite weiter ausschaut. Das heißt, wir sind jetzt hier auf einem sehr, sehr hohen Level angekommen äh, und wir müssen hier an dieser Stelle natürlich immer erst einmal schauen, wie es an diesen Punkten weitergeht. Ja? Das heißt, hier ist natürlich immer die Gefahr einer Korrektur und gerade dann, wenn wir hier das Tagestief von heute testen, also wir haben jetzt hier für den Intraday-Handel natürlich ganz klar mal aufgegeben. Wir haben ein Tageshoch und ein Tagestief und das ist mal die aktuelle Schwankungsbreite. Kauft man das Tageshoch, sieht es weiterhin sehr, sehr bullisch aus. Kauft, verkauft man das Tageshoch ab, müssen wir erstmal mit einer Korrektur rechnen und wir sehen auch hier den massiven Kursanstieg zur Oberseite hin. Und wenn wir uns diesen Chart mal eben in der Stunde anschauen wollen, dann sehen wir. Hier eine ähnliche Konsolidierung, wie wir das gerade im DAU besprochen haben. Das heißt, hier oben eine Art äh, von Korrekturkanal hier an dieser Stelle. Der ist jetzt da. Äh, und dieser Kanal, Moment, wartet mal, ich mache mal kurz das in Blau, damit man es besser sehen kann. Dieser Kanal gilt jetzt natürlich erst einmal als richtungsweis. Und da kommt es jetzt natürlich drauf an, was der Markt hier draus macht. Ist der Ausbruch nach oben hin nur ein Fake und geht wieder runter? Dann müssen wir erstmal von der Korrekturausweitung ausgehen. Das heißt, hier im kurzfristigen Bereich, Test dieses Ausbruchslevel um die Marke hier von 14.100, knapp 15, wird auch das abverkauft. Dann die Swinglos hier im Stundenchart. Grob die Marke von 14.000, das haben wir hier unten drunter. 14.011. Punkte sind es hier unten gewesen. Ist auch hier drüben das Ausbruchslevel. Würde also nicht wundern, wenn wir daran laufen. Und dann können wir uns auf der Unterseite mit den zwinglos befassen. Also hier im Bereich 13.955 bzw. hier unten 13.902 Punkte. Das wären mal die kurzfristigen Anlaufpunkte. Sollte es tatsächlich runtergehen, bleibt der Markt aber stark und schiebt nach oben über das Allzeithoch, über das neue Allzeithoch. Äh, drüber, also über die Marke von 14.180. Dann haben wir gute Karten zur Oberseite reinzulaufen, hier Richtung 14.200 Punkte. Das müssen wir jetzt einfach nur mal abwarten, wie sich der Markt entscheidet. Und für diejenigen, die in diesem Kurzfristbereich traden wollen, die Stunde gibt die Richtung vor, die 5 Minuten entsprechend die Taktung. Und in den 5 Minuten sehen wir halt immerhin oder weiterhin noch einen intakten Abwärtstrend hier am Laufen. Wartet mal, ich lösche das mal kurz alles raus. Also der Abwärtstrend ist hier da. Mal schauen, ob der Tool den anzeigt. Ja, da haben wir ihn. Also ich skizziere es mal ganz kurz hier. So, also, das ist das Fenster hier, das Zeichentool und da haben wir es hier, das ist entsprechend der Abwärtstrend, der Korrektive hier, der läuft nach unten, hier eine Korrektur, hier nach unten, wieder eine Korrektur, dann nach unten, wer sich jetzt fragt, warum ich das nicht mit eingezeichnet habe, das ist ein Außenstab, und gerne kann man das mit reinnehmen. Das ändert am jetzigen Bild überhaupt nichts, denn wir müssen erstmal hier über diesen Bereich drüber den Trend rausnehmen. Wir haben es schon mal im Spike geschafft. Wenn wir jetzt nach diesem Spike noch mal nach oben gehen, wissen wir. Die Korrektur ist tatsächlich gebrochen und dann haben wir gute Chancen zur Oberseite reinzulaufen und auch hier sehen wir die kurzfristigen Kursziele zur Oberseite rein haben wir dann liegen hier in diesem kleinen Minischwungbereich hier oben beziehungsweise dieses Level, wo es hier nach unten ging, grob äh, die Marke von ähm, 14.175 Zählern beziehungsweise hier. Das kleine Mini zwischen hoch, 14.800 und ein paar 80. Und dann geht es schon hier hoch Richtung Allzeit hoch, was wir hier haben. Das wäre interessant. Jetzt wird sich halt, wie schon gesagt, entscheiden, was passiert hier? Ja, wenn wir das tatsächlich rausnehmen sollten, wäre es gut. Momentan sehen wir kurzfristig, wird es aber abverkauft und damit haben wir in Anführungsstrichen die Gefahr einer Fortführung dieses Abwärtstrends und der hat dann halt seine kurzfristigen Kursziele erstmal auf der Unterseite hier an diesem Ausbruchsbereich, den wir hier haben. Ich mache mal kurz den höheren Zeitrahmen rein. Da ist er hier. Diese starke Dynamik, hier sind wir in die Korrektur gelaufen und dann dynamisch nach oben. Das wäre dann der nächste Anlaufpunkt, beziehungsweise mit Blick auf den 5-Minuten-Chart hier, das größere Ausbruchslevel um die Marke von etwas über 14.000 Punkten. Und dann hier die Swinglos 14.000 äh, und 14.065 hier und dann hier das nächste hier in diesem Bereich, in etwa unten um die 14.040 bis 14.045, dass die Marker hier auf der... Unterseite. Gut, weiter geht's mit Fragen und zwar hier an dieser Stelle. Britisches Pfund, Neuseeland-Dollar und britisches Pfund kann-Dollar. Mal schauen, was ich davon schon offen haben, Britisches Pfund, noch gar nichts weiter. Heißt also einfach das Marktool aufmachen und wir schauen mal Britisches Pfund, Neuseeland-Dollar. So, wo ist er hier? Dort rein, neues Chartfenster, zack, offen ist. Na, wir sehen im Kleinen momentan klassische Konsolidierung, 15 Minuten Chart. Wir gehen kurz in den Tag äh, und da sehen wir, dass der Markt tatsächlich hier oben seinen Widerstandsbereich nicht verteidigen konnte. Das heißt, hier oben sehen wir es ganz klar: dieses Level, was ich gerade rot markiere, das ist der aktuelle Widerstand und dieser Widerstand ist momentan ein sehr, sehr, sehr wichtiger Bereich. Das heißt, hier. Das wäre mal oben dieses Level um die ähm, knapp 1,92. Da sind wir immer wieder von abgestoßen, sind jetzt hier wieder in den Abwärtstrend gegangen und damit haben wir halt einfach auf der Uhr, dass wir die Unterseite wieder anlaufen. Das heißt, sollten wir hier. Mittelfristig hier unten drunter laufen, das wäre dann die Trendfortsetzung zur Unterseite hin. Also hier mittelfristig als Swing sozusagen das Tief unten rausnehmen, um die 1,88 und ein paar 1,60. Das wäre mal das kurzfristige Ziel mittelfristig das Ziel natürlich dann das nächste Zwischentief hier unten um die Marke von 1,86, aber dieser Chart lädt halt gerade zur Schutzseite ein, denn wir haben hier am Freitag eine deutliche Abverkaufskerze bekommen und wenn diese eine Bestätigung findet, dann haben wir im untergeordneten Bereich einen Abwärtstrend, der in Richtung des Abwärtstrends auf Tagesbasis läuft und das wäre dann natürlich genau das, was wir brauchen, um das Schutzsignal zu bestätigen. Das heißt, wir gehen mal hier kurz in den Stundenchart rein. Das heißt hier Schaut mal, die Aufwärtsdynamik nach oben wurde rausgenommen. Dann kam es jetzt hier zu einer kurzfristigen Konsolidierung. Dann wurde der Abwärtstrend gebildet, jetzt die Korrektur und fallen wir hier tatsächlich unten drunter durch. Das heißt hier unter dieses Tief. Dann haben wir den Abwärtstrend nicht nur bestätigt, beziehungsweise je nachdem, wie man das Ganze liest. Also man kann das ja aus, aus zwei Sachverhalte lesen. Man kann zum einen sagen, okay, dieser Abwärtstrend ist schon da, denn wir sind hier reingelaufen in die Korrektur, haben wir ein Tief gemacht und sind dann nach oben gelaufen. Das ist das eine. Der andere sagt sich, okay, diese Kerze zählen wir mal nicht, wir gehen mal komplett nach unten und dann nach oben. Wichtig ist, was hier passiert. Wichtig ist dieser Drehbereich, den wir hier unten haben. Dieses Zwischentief muss unterschritten werden. Dann kommt es zur Fortsetzung dieser Abwärtssituation und dann ist der Weg nach unten halt erstmal offen hier in diesen Bereich rein, was ich angezeigt habe. Unten das Tief um die Marke von 1,88 und ein paar in die 60. Das ist das, was wir hier im britischen Pfund Neuseeland-Dollar sehen. So, das wäre das eine äh, und das andere wäre hier britisches Pfund kann dollar Auch das direkt wieder rein in den Chart. Kurzen Augenblick. Britisches Pfund kann dollar Zack, da haben wir es dort und da sehen wir hier im Stundenchart auch einen Markt, der relativ hoch äh, in der Konsolidierung ist. Wir gehen hier rein in den Tageschart an dieser Stelle. Und da sehen wir auch hier im Tageschart ein sehr, sehr wichtiges Widerstandslevel. Hier, also oben drinnen, das der Widerstand hier oben dieses Band da. Das ist wichtig. Da sind wir jetzt abgeprallt. Was wir hier noch sehen, ist auch genau wie in dem Chart zuvor, äh, diese Abverkaufskerze vom Freitag, da sind wir jetzt schon drunter gegangen. Und wir sehen hier auch untergeordnet, haben wir einen Abwärtstrend am Laufen. Bei dem wird es jetzt sehr, sehr wichtig zu sehen, was passiert hier oben an dieser Stelle. Das ist oben der aktuelle Verkaufsbereich. Also hier oben grob mal das Level um die 1,75, Gehen wir da drüber, haben wir hier einen Aufwärtstrend und der hat dann tatsächlich die Chance, oben reinzulaufen hier und um dann diesen alten Widerstand rauszunehmen und aufs Zwischenhoch von 1,76, 40 drauf zu Das wäre dann ein etwas bullischerer Charakter. Und wir sehen halt auch hier der Tageschart, der läuft halt schön nach oben, schöne weite Bewegung. Hier der Schub nach unten. Und jetzt kommt es halt wirklich drauf an, die Konsolidierung, wie geht es weiter. Und das sehen wir auch schön in den kleineren Zeiteinheiten. Da sehen wir auch hier, der Abwärtstrend ist weiter intakt. Aber auch hier haben wir die Chance tatsächlich. Nach oben zu laufen, läuft es oben übers Widerstandslevel drüber, ist der Chart rausgenommen und dann hier die Stärke zur Oberseite zu sehen. Aber wir müssen die Unterseite auch drin haben. Fallen wir tatsächlich hier unter dieses kleine Zwischentief, wird dieses Kauflevel bei knapp 1,75 rausgenommen, dann ist der Weg nach unten frei. Zunächst erstmal Richtung Zwischentief hier. Grob um die Marke von 1,7350 und dann können wir uns auf die Zwischentiefs hier der Aufwärtsphase konzentrieren und das wären dann mal hier unten diese Level um die 1,7322 bzw. hier der Drehbereich um die 1,72 knapp 2. Das ist der Blick in britisches Pfund kanadischer Dollar. Das hätten wir da. So, haben wir noch weitere Fragen? Okay. Okay, in Zoom scheint alles durchgearbeitet, jetzt kommt noch was ähm, und zwar haben wir hier eine Frage, US-Dollar, tschechische Krone, unter 21,24, weiter abwärts Richtung 20,7, hält die 21,24, kann die Oberseite, jawohl, im 4-Stunden-Chart. Gucken wir mal ganz kurz drauf, machen wir US-Dollar, hoppala, machen wir gleich hier. So, US-Dollar, tschechische Krone. Kurzen Augenblick, muss ich runterscrollen, scrollen, aber freut mich, dass das gefragt wird. Schönes Potbury hier. Wir sehen es, hier sind wir im Vier-Stunden-Chart. Ich möchte an dieser Stelle mal ganz flott noch ähm, den großen Tageschart mit angehen, ähm, damit wir sehen, wo es hier reingeht. Moment, ich muss hier nur mal ganz kurz auf OK klicken. So, dann... Die Einstellung fertig machen, weil die ganzen runden Marken brauchen wir hier an dieser Stelle nicht so gut. Also das mal raus. Wir konzentrieren uns klassisch auf die Charttechnik. Ähm, ja, also kurze Sache, kurz mal noch zum Tageschart auf dieser Basis. Wir sehen es hier. Der Tageschart läuft momentan mehr oder weniger seitwärts. Wir haben hier im Kleinen einen Aufwärtstrend da. Ähm, wo wir oben aber ganz ganz stark einen Deckel drauf haben hier oben in diesem Drehbereich um die Marke von 1,21 was haben wir da oben drin ich lege mal kurz eine Linie rein äh, da ist ein Deckel drauf hier oben drüber ne? 1,21 ich sag mal grob 65 und unten haben wir momentan einen kleinen Kaufbereich hier unten dieses Level grob in diesem Chart hier um die 1,21 na ja was haben wir hier 36 rum, das ist so mal der Drehbereich, wo wir unten immer wieder Nachfrage bekommen und damit haben wir eine Range und bei den Ranges es ist es immer relativ schnell zu sagen, ähm, wie es weitergeht denn wenn wir uns jetzt den Tageschart mal anschauen, der ist definitiv abwärts gerichtet. Der Markt kommt immer wieder von der Oberseite weg, hat jetzt schon ein tieferes ähm, Hoch gemacht äh, und hier unten fallen auch die Tiefs nach unten. Das sieht so ein bisschen nach Bruch zur Unterseite aus. Kurzfristig muss man allerdings sagen, wenn wir übers Hoch der Tageskerze kommen, dann sieht es eher danach aus, in Range Trading erstmal wieder zur Oberseite rauf. Das wäre hier mal das Trading-Szenario. Das heißt, gucken wir uns das mal kurz im 4-Stunden-Chart an. Dann sehen wir das Ganze. Also, das heißt, wenn wir hier über dieses kleine Zwischenhoch drüber gehen, wäre das eine Aufwärtssequenz und die hätte dann durchaus das Potenzial, erstmal hier ganz grob in diesen Drehbereich reinzulaufen, um das Median um die 21,47 äh, äh, und dann nach oben zu laufen. Das wäre das eine. Kommt es allerdings tatsächlich zum Bruch? verlassen wir die Range sozusagen und dann können wir uns zur Unterseite orientieren. Und da sehen wir auch ein paar Swinglos drinnen. Das heißt, sobald es hier drunter geht, unter diese Range hier und dann auch dieses Zwischentief mit rausgenommen, um die knapp 21:30 haben wir hier. Ein kleines Spike Low um die 2120 rum und dann hier unten das Zwischentief um die 21er Marke 2107. Das sind die Marker, die wir hier im Chart der tschechischen Krone sehen. Das heißt, hier haben wir wieder einen sehr, sehr schönen Drehbereich und da werden wir sehr schnell sehen, ob es hier nach oben hinläuft oder wir aus der Range zur Unterseite ausbrechen. Und der Ausbruch aus der Range zur Unterseite ist dann halt genau das Signal. Dass der, Aufwärtstrend, äh, der Abwärtstrend auf Tagesbasis tatsächlich wieder rausgenommen wird, wir unten drunter durchlaufen und dann können wir uns tatsächlich hier zur Unterseite orientieren. Das der Blick in US-Dollar Tschechische Krone und damit sind wir quasi auch durch die Wunschmärkte durch. Ich sage an dieser Stelle wie immer sehr sehr schön Moment, haben wir haben hier noch ganz kurz einen ganz kurzen Hinweis. Der letzte Freitag war doch sehr bullisch. Ähm, mit einer Outside Bar im austral US-Dollar. US -Dollar. Ja, Moment, ich gehe noch mal ganz kurz auf den Chart vom austral US-Dollar US -Dollar zurück mit dem Thema Bullish. Passt auf, Bullish hin oder her. Ähm, wenn wir hier in diesen Charts, deswegen gehe ich noch mal ganz kurz drauf ein. Austral-Dollar, US-Dollar, kurzen Augenblick. So, wo bist du? Hier ist er. Da. Pass auf, auf Tagesbasis hatten wir hier eine sehr, sehr starke Kerze. Ja. Bitte aber nicht davon täuschen lassen. Schaut euch mal den Future an. Den US-Dollar-Future. Der hat nämlich am Freitag einen massiven Schub nach oben gemacht. Hier. Moment. So. Guckt euch das mal an. Hier. Wir haben, am, wir haben den Aufwärtsschub und dann am Freitag diesen massiven Abwärtsschub gehabt. Ich hoffe, man kann das äh, im Bild erkennen. Kurzen Augenblick, hier zieh es mal kurz rüber. Diese starke Abwärtskerze vom Freitag, das war nur die Korrektur im Aufwärtstrend vom US-Dollar. Ich mache das mal kurz groß nochmal, das Bild äh, hier an dieser Stelle. Ähm, da ist es einfach so, dass wir hier in diesem Bereich eine starke Gegenbewegung gesehen haben. Und das war genau die Bewegung die hier im australdollar us dollar sehr sehr stark nach oben gelaufen ist aber leute lasst euch bitte davon nicht täuschen deswegen gehen wir hier immer auf die trends ein. solange der abwärtstrend intakt ist haben wir hier durchaus das szenario dass der markt tatsächlich weiter runter will. Ja, und wenn der us dollar heute wieder stärker wird dann haben wir gute karten dass hier dieser Markt nach unten abdreht. Weil einfach mal dran denken, stellt euch wirklich die Waage vor, in welche Richtung schlägt der Preis aus, wenn der US-Dollar sozusagen. Stärker wird der US-Dollar steht hier hinten ist quasi die Kurswährung und diese Leiste ist die Kurswährung und wenn der US-Dollar plötzlich schwerer wird dann drückt es die Waage nach unten und der Kurs geht in diese Richtung. Bitte immer dieses Bild vor Augen führen und nicht hier in eine Falle locken lassen, nur was hier mal einen Tag nach oben ging. Hier, ich zeige es nochmal kurz, der Abwärtstrend ist intakt. Ja, und solange wie wir keinen Aufwärtstrend gemacht haben, ist das nur eine Korrektur. Und wenn wir hier ein Umkehrmuster aus der tiefen Korrektur rausbekommen, ist es wahrscheinlicher, dass der Markt nach unten geht, als dass er nach oben geht. Ob er nachhaltig nach unten fällt, das wird sich zeigen. Aber ich habe es halt gelernt, wenn ich mich gegen einen Markt stelle. Ähm, dann habe ich heute Unrecht, weil der Markt gibt die Richtung vor. Und wer jetzt hier spekulieren möchte auf die Umkehr, der kann das machen. Der kann sich natürlich auch extrem eng absichern. Aber ich persönlich würde mich jetzt nicht von dieser Kerze vom Freitag verleiten lassen zu sagen: Hier, jetzt haben wir Frühling und danach kommt der Sommer und alles wird wieder gut und der US-Dollar fällt wieder ins Bodenlose. Das sehe ich momentan. Überhaupt nicht. Wir sehen momentan einen stärkeren US-Dollar und das ist das, was wir wirklich auf der Uhr mit haben müssen. Also an dieser Stelle lasst uns auf die Märkte schauen, allen erfolgreiche Trades und ich würde sagen bis morgen früh um 8.30 Uhr live in der Besprechung. Danke fürs Zuschauen und natürlich bye bye bis morgen. Musik